Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier auf der AIDA Cosma. Ja, in meinem letzten Video habe ich euch mal so ein paar Informationen zu dem Social Media Paket gegeben, was AIDA hier an Bord anbietet, und habe euch schon da ein bisschen erzählt, warum das gar nicht so geil ist. Wenn euch das Video interessiert, hier oben einmal drücken, da wird es jetzt eingeblendet. In dem heutigen Video machen wir einen kleinen Vergleich, oder ich ziehe quasi ein Fazit von dieser AIDA Cosma Reise. Also wir sind seit Samstag hier auf dem Schiff. Wir haben jetzt Donnerstag, deswegen habe ich mir überlegt, ich kann jetzt schon ein Fazit ziehen. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich zu Hause bin, da nochmal über das ganze Thema sprechen, dann aber in einem Stream. Vielleicht hat meine Frau sogar Lust, damit zu machen, und wir werden euch das über das ganze Thema mal so ein bisschen informieren. Aber jetzt will ich erstmal gerade so ein kleines Fazit-Video machen, um zu sagen, wie mir das Ganze hier gefallen hat. Also ich muss sagen, wenn ihr draußen steht, die AIDA Cosma ist ein absoluter Koloss, ist schon echt heftig, aber genauso habe ich auch vor der Perla und ich glaube auch genauso habe ich vor der Sol gestanden. Wir haben jetzt die Abstufung nach oben gemacht, die Sol ist die kleinere, Perla ist die mittlere und die Cosma ist die ganz neue, riesige. Wir haben jetzt so ein kleines Resümee, oder wir haben jetzt ein kleines Fazit gezogen, auch meine Frau hat schon angekündigt, dass uns diese ganz große Klasse, sprich die AIDA Cosma, gar nicht so sehr gefällt. Also es ist ein super schönes Schiff. Vielleicht liegt es jetzt an dieser Reise, das wissen wir noch nicht. Deswegen werden wir jetzt dieses Fazit mal so ein bisschen in Watte packen. Aber wir werden definitiv noch mal ein Fazit oder wir werden definitiv noch mal einen Vergleich machen, wie es ist, nicht in der Ferienzeit zu reisen. Denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt in der Ferienzeit unterwegs. Die Male davor waren wir außerhalb der Ferien, beziehungsweise das erste Mal mit der AIDA Sol war es ja nur so eine Schnupperkreuzfahrt von Warnemünde nach Göteborg. Und die zweite Kreuzfahrt haben meine Frau und ich alleine gemacht. Das war die mediterrane Schätze von Barcelona aus. Ja, da muss ich wirklich sagen, auf der Perla hat es mir wesentlich besser gefallen. Die Größe spielt natürlich, also es spielt nicht nur die Größe eine Rolle, sondern das Ganze drumherum, fand ich. Also ich habe hier auf der, oder wir haben hier das Gefühl, auch dass auf der AIDA Cosma alles so ein bisschen, ja, es ist alles so ein bisschen sehr streng getaktet. Nicht für uns, also nicht falsch verstehen. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie hier einen Zeitplan haben, an dem wir uns halten müssen oder so, sondern es geht eher darum, dass man das Gefühl hat, hier intern läuft alles ein bisschen, also läuft alles sehr streng. Und man hat das Gefühl, dass die Leute hier schlechter gelaunt sind als auf der Perla. Ja, ich würde jetzt fast sagen, die Leute unzufriedener sind. Und das finde ich schade, weil auf der AIDA Perla hat man wirklich nur freundliche Gesichter. Man hat lächelnde Gesichter gesehen, obwohl wir teilweise mit Masken rumlaufen müssen. Wir laufen hier überhaupt nicht mehr mit Masken rum. Wenn du jemanden vor dir stehen hast, wo du merkst, der ist unzufrieden, der ist gerade nicht glücklich mit der Situation, der ist gestresst, dann hast du auch ein anderes Empfinden und nimmst das auch ein bisschen anders wahr. Und das fand ich halt, oder das finde ich hier auf der AIDA Cosma sehr, sehr schade. Das Schiff an sich, also das Angebot, ist hier unfassbar reichhaltig. Du hast hier eine Dönerbude. Du hast eine, wie heißt das, Butter und Stulle? Nee, Brot und Stulle. Irgendwie, da kannst du Butterbrote kaufen, also wirklich Klappschnitten, ne? So als Snack zwischendurch. Döner, hatte ich gesagt, Currywurst. Dann gibt es eine Eisbar, wo du wirklich super tolle, leckere Eissorten kaufen kannst. Du hast zig verschiedene Bars, wo du wirklich dann deine Getränke trinken kannst. Es gibt verschiedene Bars, wo du Kuchen essen kannst. Es gibt viele Buffet-Restaurants, aber es gibt auch viele Restaurants, wo du halt vorreservieren musst, wo du dann auch zahlen musst, also zusätzlich zu den Paketen. Und ja, die Menge ist hier wirklich super groß. Dennoch, mit dieser Auslastung, wie momentan gefahren wird, wir sind, glaube ich, wie viel sind es? Ich glaube, knapp 6000 Leute sind hier an Bord. Es ist viel zu voll. Es ist wirklich, es ist viel zu voll. Wie gesagt, das ist Ferienzeit und du hast hier so viele Kinder. Und ich habe selber Kinder, ne? Nicht falsch verstehen. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt hier jemand bin, der, ich bin kein Almöhi oder so, der sagt, Kinder. Ne? Aber das Schlimme ist, dass diese Kinder, ja, die Kinder heutzutage haben kein Benehmen mehr. Das ist sicherlich ein, da können wir ein ganzes Video rausfüllen, aber es ist so, was man hier an Kindern sieht und was man hier an Erziehung sieht, an fehlender Erziehung sieht, es macht schon weniger Spaß mit den Familien hier an Bord zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir leid für alle Familien, die kleine Kinder haben und sich jetzt vielleicht angesprochen fühlen, sich auf den Schlips getreten fühlen.
Ich sage immer, getroffene Hunde bellen. Also wenn ihr euch jetzt gerade angesprochen fühlt, dann wird es einen Grund haben. Wenn ihr sagt, ach, ist doch Quatsch, meine Kinder sind ganz anders, dann ist das schön und ich gratuliere euch und danke euch dafür, dass ihr das Ganze anders handhabt und dass ihr geschafft habt, eure Kinder zu erziehen. Denn das haben hier die wenigsten. Ja, aufgrund dieser Tatsache muss ich ganz ehrlich sagen, die Kreuzfahrt ist wunderschön. Wir haben hier unsere wunderschönen Momente gehabt und oder haben hoffentlich auch noch wunderschöne Momente. Wir sind ja noch ein bisschen hier. Aber die Schönheit wird getrübt durch die vielen Menschenmassen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt zum Beispiel in Rom gewesen. Rom ist in meiner Meinung nach komplett überbewertet. Es gibt da schöne Flecke, aber diese Flecke sind halt überfüllt von Menschenmassen, dass ihr von diesen Flecken überhaupt nichts habt. Na, also wie gesagt, Sehenswürdigkeiten, touristische Sehenswürdigkeiten sind meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr besuchbar. Ihr habt sie gesehen, ihr habt vielleicht mal ein Foto davon auf eurem Handy, aber genießen kann man die wirklich nicht. Ist so. Und von daher bin ich auch der Meinung, die Ausflüge zu diesen touristischen Sehenswürdigkeiten kann man sich getrost sparen. Schaut euch lieber mal die kleinen Orte oder sag ich mal, selbst die Wenzi-Promenade. Schaut euch die Promenade vor Ort an. Da seht ihr teilweise viel, viel schönere Fleckchen als diese absolut typischen Sehenswürdigkeiten für diesen Standort, wo ihr gerade seid. Das haben wir zum Beispiel gehabt, wo Nicole und ich unterwegs waren. Wir haben es Lanzarote gesehen, wir haben es Marbella gesehen. Überall, wo wir so rumgerannt sind, wo wir nicht irgendwie touristische Orte besucht haben, war es wunderschön und es war toll anzusehen. Es gab super viele Fleckchen da. Ich konnte ganz, ganz viele tolle Fotos machen und ich musste nicht zu diesen Orten hin, wo alle hin wollten. Das ist wirklich ein Tipp an euch, den ich euch geben kann. Und aber zurück zum Thema AIDA oder beziehungsweise zu AIDA Cosma. Es ist super schön, aber auch hier finde ich, diese Menschenmassen machen das Ganze hier doch sehr, sehr überladen. Und ja, ich sag mal, es sind auch nicht nur die Kinder, es sind auch oft die Erwachsenen. Wir haben hier wirklich viel, du hast hier diese typischen Mallorca-Urlauber, habe ich das manchmal das Gefühl, ne? Da liegen überall schon morgens, fangen sie an, die Handtücher überall hinzulegen, dass man sich da, dass bloß kein anderer sich da hinsetzen darf. Und oh, es ist so schwierig, es ist wirklich so, ganz ehrlich, es ist so unfassbar schwierig, mit deutschen Touristen Urlaub zu machen. Ich weiß nicht, warum man so sein muss. Ich weiß wirklich nicht, warum man so sein muss. Und ich habe es letztens in einer Show hier auf der AIDA, da war ein österreichisches Paar und die haben gesagt, wir machen das ganz ungerne, dass wir uns hier die Liegen reservieren und sowas. Und ich habe ganz laut applaudiert, weil es gibt doch noch Menschen. Es gibt doch noch Menschen, die anders sind. Und ich kann wirklich nur sagen, macht es bitte anders. Es ist sowas von schrecklich. Wir haben heute auf dem Sonnendeck gesessen, in so einem Strandkorb vor uns. Zwei Leute haben 5 Liegen blockiert und sie haben zu zweit gesessen, haben überall ihre Handtücher, Taschen drauf platziert. Und nach einer ganzen Weile erst kamen dann noch 2 andere Personen. Also sie haben quasi die Liegen freigehalten. Aber das über eine ganze Zeit, über einen ganzen Zeitraum und das ja ab dem Zeitpunkt, wir kamen da hin, da waren die ja schon da. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange die da waren. Ne? Und ich weiß nicht, was soll da was? Was muss das sein? Na, das ist aber, wie gesagt, das ist wieder so eine grundlegende Geschichte. Das ist so, ich verstehe manchmal die Leute nicht. Und ja, das sind ganz ehrlich Sachen, die haben wir auf der Perla nicht erlebt. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es an der Größe, ob es an der Auslastung gelegen hat, die AIDA Perla hat. Da ist gerade, das ist Ende der Corona-Zeit gewesen, die Perla war nicht voll ausgelastet. Hat es daran gelegen? Ich weiß es nicht. Also ich sag mal so, wir müssen definitiv nochmal einen Test machen außerhalb der Ferienzeit, um zu gucken. Wie gesagt, fühlt euch nicht angegriffen, aber hat es an den Eltern gelegen oder hat es an den Familien gelegen? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, aber so wie es hier jetzt aktuell läuft, wir nehmen das Schönste und das Beste nehmen wir für uns mit. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das Schlechte kann ich leider nicht ausblenden. Und das Schlechte wird leider hier am meisten von den Leuten verbreitet, ganz, ganz ehrlich. Und das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade, dass Menschen nur noch auf sich, die Sachen, nur noch ich bezogen sind und nur noch Dinge für sich tun, ohne Rücksicht zu nehmen. Und das ist aber ein kleiner Spiegel unserer Gesellschaft, würde ich momentan sagen. Und das ist halt schade. Ja, genug rumgeheult und genug rumgejammert. Wie gesagt, AIDA Cosma, ihr habt, wenn ihr
alles zu diesem Schiff sehen wollt, wenn ihr mal schauen wollt, was gibt es hier für Restaurants oder was gibt es hier, was haben wir überhaupt hier gemacht, dann schaut mal hier oben. Da ist nämlich mein Gesamtvideo. Ich glaube, ist es hier oben oder da oben? Also auf einer der Seiten hier, da mal klicken. Da kommt das Gesamtvideo von unserer AIDA Cosma Kreuzfahrt. Da seht ihr auf jeden Fall, was alles hier so machbar ist, was wir erlebt haben. Ne? Vor allen Dingen auch die schönen Momente. Die habe ich hier schlechte Momente gefilmt? Ich glaube nicht. Aber wie gesagt, es war halt nicht einfach alles nur positiv, sondern es gibt halt auch Dinge, wo ich sagen muss. Aber wie gesagt, wir nehmen alles Positive mit und werden auf jeden Fall nochmal irgendwann ein großes Fazit ziehen, wenn wir eigentlich alles getestet haben. Momentan ist es so, wie ich euch gesagt habe. So ist mein Empfinden aktuell. Mir macht es Spaß. Kreuzfahrten machen mir definitiv noch Spaß. Ich genieße die Zeit sehr und ich genieße diese Möglichkeit, von heute auf morgen an einem anderen Ort zu sein und viele Orte zu entdecken, um sie mal zu beschnuppern, sage ich mal. Schauen wir mal, wie das Ganze noch wird. Ich bin gespannt und ja, werde euch hier natürlich auf diesem Kanal informieren. Es wird in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch das ein oder andere Video hier auf dem Kanal geben zum Thema AIDA Kreuzfahrt. Vielleicht machen wir auch noch ein kleines Video zu den Orten, wo wir gewesen sind. Ne, behaltet den Kanal auf jeden Fall im Auge, setzt euer Abo, aktiviert die Glocke. Und ja, dann verpasst ihr natürlich auch nichts weiter. Ne? Und wenn ihr jemanden kennt, der gerade plant, auf die AIDA Cosma zu gehen, dann schickt ihm doch mal dieses Video, mal so als kleinen Hinweis. Verschickt auch mal die Videos, wo die Leute sagen, dass nicht alles nur toll ist. Ne? Ist da vielleicht auch gar nicht mal so unwichtig. Also ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Tagen hier auf jeden Fall wieder. Ne? Und sonst einfach mal in den Videobeschreibung gucken. Da findet ihr natürlich meine kompletten Social Media Accounts und natürlich meine weiteren YouTube Kanäle. Denn das ist nicht der einzige hier. Aktuell bin ich ja noch auf der AIDA. Aber sobald ich wieder zu Hause bin, geht es dann nämlich auch auf meinem Biking Kanal los. Und ja, einfach mal hier oben schauen. Da wird ja gerade eingeblendet, wenn ihr Bock habt, so ein bisschen Mountainbiking Videos zu schauen. Dann da mal draufklicken. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Das war das kleine Fazit von der AIDA Cosma Kreuzfahrt. Und ich freue mich, wenn wir uns in den nächsten Tagen wiedersehen. Also, macht's gut, Leute. Viele Grüße hier von der AIDA Cosma. Bis dahin. Ciao, ciao.